Projekt ist natürlich total toll, weil man hier mehrere Experten aus verschiedensten Gebieten an einen Tisch bekommt. Die Kinder im Grunde eine Problematik von verschiedenen Seiten beleuchten können. Also das war total super. Gerade jetzt hier in Bezug auf Elbe finde ich gut, welche Bedeutung hat die Wirtschaft, welche Bedeutung hat der Naturschutz, wie kriege ich das an einen Tisch, wie kriege ich da einen Kompromiss zustande, dass die Kinder das auch gelernt haben, dass man etwas erreichen kann, wenn man mit mehreren wirklich einen Kompromiss erarbeitet. Es ist also nicht so einfach, den Naturschutz im Grunde zu gewährleisten oder sich nur um die Wirtschaft zu kümmern. Man muss da also irgendwie einen Konsens finden. Und das fand ich in Bezug auf dieses Projekt wirklich sehr gut gelungen.